Okay. Scheiterhaufen, Steinigung oder elektrischer Stuhl? Wie wär's mit Galgen, Kreuzigung oder lebendig einmauern? Ja, da fällt die Wahl schwer. Doch Rettung naht. Bringen wir Ordnung in unsere neuronalen Chaostage. Hier ist Wohlenbergs heile Welt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie ist eigentlich der medizinische Forschungsstand zur Stickstoffhypoxie? In Sweet Home, Alabama, berufen Sie sich jetzt bei der Anwendung von Stickstoff zur Vollstreckung der Todesstrafe auf den Forschungsstand zur Stickstoffhypoxie. Zuckungen, abnormale Atmung würden als Nebenwirkungen dazugehören, so wie eben halt der Tod selber auch, der immerhin nach circa ungefähr roundabout 30 Minuten dann doch irgendwann eintritt. Die Exekution mittels Stickstoff ist der neue heiße Scheiß bei den Todesstrafen. Warum? Die Venen von Eugene Smith hatten sich bisher der Giftinjektion widersetzt. Das Gefängnispersonal hat da keine Vigo reinbekommen. Gut, das kennt man vom Praktikanten in der Ambulanz, aber in der Todeszelle? Ja, und dann musste da eben unbedingt was Neues her. Bei der Entwicklung dieser neuen Hinrichtungsmethode waren aber gar keine Mediziner beteiligt. Es gibt gar keinen neuen Forschungsstand zur Stickstoffhypoxie. Das war die Idee eines republikanischen Politikers. Die Methode wurde dann von einem Generalstaatsanwalt und weiteren medizinischen Laien als Tötungsprotokoll festgeschrieben. Übrigens, in einem Gutachten des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit aus dem Jahr 2006 zum Töten von Tieren findet sich das Einatmen von Stickstoff unter dem Punkt unzulässige sowie veraltete Tötungsmethoden für alle Tierarten. Weil dabei extreme Angstzustände und Krämpfe auftreten. Nun ist leider das Bayerische Landesamt in Alabama nicht zuständig. Ja, aber es gibt ja auch andere Todesarten. Erschießen zum Beispiel. Wozu hat der Amerikaner so viele Waffen? Das vor die Wand stellen ist ein Lieblingsthema von Donald Trump. Der will sogar die Guillotine. Und Hex-Hex in Idaho ist das Fallbeil gerade wieder eingeführt worden. Früher war auch das spontane Hängen populär. Die Lynchjustiz ist quasi ein Stück amerikanische Kultur. Gibt es eigentlich irgendeinen Grund für die Todesstrafe? Abschreckung? Funktioniert nicht. Weiß man inzwischen. Dann doch eher das Spektakel auf dem Richtplatz mit Showact in der Halbzeitpause, gesponsert von der örtlichen Großschlachterei? Gut. Vielleicht werden die Kosten einer weiteren lebenslangen Haft eingespart. Aber ganz ehrlich, da würde ich mit der Entlassung der Schwarzfahrer anfangen, die ihre Geldstrafe nicht bezahlen können. Vergeltung? Auge um Auge, Zahn um Zahn? Ja, aber passt das auf die Todesstrafe? Albert Camus hat dazu einmal sehr treffend bemerkt, die Todesstrafe ist der vorsätzlichste Mord, mit dem kein geplantes Verbrechen verglichen werden kann. Also, die Todesstrafe ist ein sehr lang angekündigter vorsätzlicher Mord, dem der Todeskandidat komplett mit Zeitpunkt und Art der Tötung an jedem Tag seines Restlebens ausgeliefert ist. Welcher Verbrecher war so bestialisch, dass er genau so bestraft werden müsste? Das ist Barbarei. Die systematisierte Todesstrafe als kulturelle Aneignung bei den Barbaren? Aber ich glaube, da tut man sogar den Barbaren Unrecht. Ja.